gewachsen ist, richtig krass. Wir haben auch draußen Zucchinis, die sehen auch gut aus, aber die sieht tatsächlich am besten aus. Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video. Ich werde jetzt gleich zum Rossmann gehen mit Louis, denn ich brauche unbedingt, ganz, ganz dringend, Folsäure. Habe gerade meine letzte Tablette, was heißt gerade heute Morgen, so. Nee, Quatsch, ich muss nochmal gucken. Nee. Eine ist noch für heute Abend drin und dann habe ich keine mehr. Ich dachte, ich hätte noch ein Paket da, aber leider nein. Sonst gehe ich aber eigentlich nie so auf dem letzten Moment. Ja, wir gehen jetzt gleich los. Soll eigentlich regnen, aber irgendwie. Also der Himmel ist schon so ein bisschen gräulich, aber es kommt kein Regen und deswegen dachte ich mir, komm, wir gehen jetzt einfach los. Wir kaufen jede Menge Folsäure. Auch für den Urlaub, deswegen ein bisschen mehr. Wir fliegen ja demnächst schon. Ja, demnächst gut. Dauert jetzt auch noch 3 Wochen. Wir gehen zum Rossmann. Ich filme ein bisschen live. Nach dem Rossmann kommen noch für Louis ein paar Sachen ein. Nach dem Rossmann-Besuch, Einkauf, gehen wir die Kinder in der Kita abholen. Und ja, nehmt euch noch so ein bisschen verteilt über den Tag mit. Ich mache mich jetzt noch eben fertig. Das heißt, nur Tasche einpacken und trinken und dann können wir auch schon los. Da wollten wir gerade los. Schaut mal. Es fängt an zu regnen. Das gibt es doch nicht. Oh Mann, oh, hier wird es auch nass. Ich kann mir gut vorstellen, dass es gleich aufhört. Meine Regen brauchen wir ja auch. Aber nicht jetzt. Jetzt wird die Louis ungeduldig. Ich glaube, ich nehme sie wieder aus dem Kinderwagen raus. Wir warten einfach ein bisschen. Wir haben ja noch Zeit. Und versuchen es einfach gleich nochmal. Ich melde mich dann einfach nochmal. Ja, wir sind unterwegs. Zwischenzeitlich hat es nochmal geregnet. Hat aber eigentlich ziemlich gut getan, muss ich sagen. Machen gerade eine Trinkpause. Louis grinst mich an. Was ist los, Schatz? Willst du Milch? Ja, total süß, trinkt er jetzt mal selbst, ne? Hält das mit beiden Händen. Richtig süß. Schaut mal, für 8 Euro im Angebot, wie süß sieht das denn aus? Eine Hängematte hätte ich tatsächlich gerne gehabt, aber wie soll ich diese aufhängen? Es gibt ja auch so welche, die kann man ja mit Gestell schon kaufen, ne? Sollte ich mal überlegen, denn ich mag sowas total gerne. Da habe ich so ein bisschen nach Duschgel geschaut. Viele tolle Angebote, wie das hier zum Beispiel aus der Werbung, Sherry Berry. Richtig cool, ich mag sowas einfach sehr, sehr gerne. Und bei mir muss es tatsächlich fruchtig sein. Also rosig ist eigentlich nicht so meine Duftrichtung. Ja. Und auch in der Werbung. Hier die Tuchmasken von Garnier, wirklich nur zu empfehlen. Sind im Wochenangebot, das Wochenangebot, also 14 Tage, ne, ist bei denen ja immer bei Rossmann. Die zwei, die nehme ich mit, die sind super, die kann ich euch nur empfehlen. Sind so meine Favoriten. Ich mag aber wirklich alle. Ich meine, ich habe wirklich tatsächlich schon alle von Garnier getestet. Hier bin ich auch nochmal zurückgelaufen, habe mir dann einen Einkaufskorb geholt, weil ich hatte alles bei Louis an den Füßen gelagert. Und mir fiel dann auf, okay, du musst noch einen Einkaufswagen holen. Oder einen Korb, so ein Korb war es. Hier habe ich dann Louis Sachen reingelegt. Milch habe ich auch noch mitgenommen. Ein paar Sachen mehr. Hier, die sind richtig cool. Dazu erzähle ich euch gleich ein bisschen was zu Hause. Und ich habe ganz viele von diesen Mais-Snacks geholt, um diese einfach mal zu testen. Hier bin ich auch nochmal ein bisschen eskaliert. Ich habe mir einfach mal ein paar mitgenommen. Hatte ich ja erwähnt.
Und hier habe ich dann die Kinder schon abgeholt und wir waren auf dem Weg nach Hause. Ich bin wieder zu Hause, war noch die Kinder abholen. Die räumen mir gerade die Sachen aus meinem, ja, aus dem Kinderwagen raus. So viel eingekauft, das hat gar nicht in den Kinderwagen unten in der Tasche gepasst. Ich hatte noch einen Rucksack, ne, so einen, ja, Rucksack, einen Beutel. Da hat auch kaum was gepasst, also ich war so vollgepackt. Also genau, was ich erwähnen wollte, ihr habt ja gesehen, wir haben eben hier die Packung aufgemacht, davon habe ich zwei gekauft, kostet 1 Euro irgendwas, 1,07 Euro, 1,09 Euro, im Video habt ihr das wahrscheinlich eben gesehen. Richtig lecker, die schmecken genauso wie die vom Action von Four Bros und ich bin mir ziemlich sicher, dass es sogar die, genau die gleichen sind. Also entweder wurden die abgekauft oder keine Ahnung, ich kann es mir nicht anders erklären. Das sind genau die gleichen und wir haben die ja gesucht, ne? Nur bei Action gab es die nicht mehr. Ich meine aber, hier sind weniger drin, kann das sein? 70 Gramm. Bin mir nicht sicher, ich müsste das prüfen. Also ich bin mir nicht sicher, ich müsste es prüfen. Ob die war richtig lecker. Na, wisst ihr Bescheid, bei Action gibt es die nämlich jetzt schon länger nicht mehr. Und ich habe mich halt immer wieder gefragt, warum gibt es nur die anderen, diese Schärfung, warum gibt es die nicht mehr? Die schmecken schon mega gut, ja. Dann räumst du mir die Sachen raus aus dem Kinderwagen. Lina. Da hast du. Da habe ich für die Lisa gekauft, die Quetschies, ab einem Jahr. So ein Viererpack. Achso, und ich bin ein bisschen eskaliert hier bei der Folsäure. Ja, es gibt 10%. Oha, Melina. Die Melina, die hält hier die ganze Milch in der Hand. Wie schaffst du das, Schatz? Komm, kannst du in die Küche bringen. Schaffst du das? Hier kommen die rein, hier unten. Ist die Kamera so hell? Manchmal zu hell, manchmal zu dunkel. So, so ist normal, meine ich. So, Gianno, was möchtest du denn haben? Gianno möchte gerne was haben von hier oben. Vom Poppetool, was denn? Alles? Alles. Alle Poppetool. Ne, das sind zu viele, sehe ich gerade, Schatz. Oder meinst du die? Nee. Die hier alle? Dann mach die Hand auf. Wir haben ja hier ganz viele Figuren. Oh mein Gott. Hier, Schatz, dann tue ich die einfach alle hier unten. Kinder machen weiteres Kreuzchen. Und die Melina, muss sie noch? Wir sind gerade am Malen. Melina hat noch nicht begonnen. Hat die das gerade geklebt? Ja, ne? Was denn? Aber. Das hat sie gerade nicht geklebt. Achso, wann anders? Was malst du? Marsche? Mhm. Und ich werde hier noch ein bisschen aufräumen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Draußen muss man auch noch aufräumen im Garten. Ich glaube erstmal hier bei der Küche, erstmal die Ablage und den Boden, den wollte ich auch wischen, denn der sieht so gar nicht gut aus. Da sieht's aus, ne? Also und der Boden, der sieht einfach nicht toll aus. Unsere, wie heißt es, Zucchini dafür umso besser. Schaut mal, wie die hier gewachsen ist. Richtig krass. Wir haben auch draußen Zucchinis. Die sehen auch gut aus. Aber die sieht tatsächlich am besten aus. Dann haben wir hier Paprika. Und hier haben wir Tomate. Ja, meine Avocado sieht immer gleich aus. Immer hübsch. Sehr cool. Ja, Schatz. Ja, dann lege ich mal los. Sonst komme ich hier nicht voran. Wollte das Video jetzt hier auch beenden. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und wir sehen uns dann morgen wieder um 10 Uhr. Tschüss!